das nicht hinnehmen. Er wird seine Sache vertreten, ihr werdet sehen. Aber wie? Ach, da ist er ja. Er wird seine gerechte Strafe bekommen. Ich verlange Ruhe! 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 Martin Luther, seid ihr der Verfasser dieser Schriften? Ja, der bin ich. Wollt ihr widerrufen, was ihr geschrieben habt? Ich kann nicht alle meine Schriften widerrufen, weil sie sich alle unterscheiden. Zum Ersten sind es Schriften, in denen ich christlichen Glauben und christliches Leben beschreibe. So simpel, dass selbst meine Widersacher zugeben, dass diese Werke nützlich sind. Diese Schriften zu widerrufen wäre undenkbar, denn damit würde ich anerkannte christliche Wahrheit widerrufen. Er ist nicht hier, um Reden zu halten, sondern um zu antworten. Der zweite Teil meiner Schriften wendet sich gegen die üblen Lehren und das verderbte Leben unserer Päpste in Vergangenheit und Gegenwart. Nein! Durch die Erlässe des Papstes und die Doktrinen der Kurie ist das Gewissen der Gläubigen auf das Erbärmlichste gequält und geschunden worden. Wenn ich diese Schriften widerriefe, so täte ich nichts weniger damit, als die Tyrannei zu stärken und der größten Gottlosigkeit nicht nur die Fenster, sondern auch Tür und Tor zu öffnen. Er hat sich damit selbst verurteilt. In der dritten Gruppe wende ich mich gegen Privatpersonen und Individuen, die der römischen Tyrannei das Wort reden und meine eigenen Bemühungen, den Glauben an Christus zu stärken, angreifen. Ich bekenne, dass ich wohl zu harsch war. Ich bin nur ein Mensch und ich kann irren. Doch wenn ihr mir diese Irrtümer mit der Heiligen Schrift nachweist, so will ich meine Schriften widerrufen und meine Bücher ins Feuer werfen. Ihr habt nicht auf die Frage geantwortet. Ihr, Martin Luther, werdet hier nicht erneut jene Dinge in Zweifel ziehen, über die die katholische Kirche schon lange geurteilt hat. Dinge, die schon lange in Brauchtum, Sitte und Ritus übergegangen sind. Den Glauben, den Christus, der vollkommenste Gesetzgeber, geweiht hat. Den Glauben, den die Märtyrer mit ihrem Blute bekräftigt haben. Ihr wartet hier vergebens auf eine Disputation über jene Dinge, die ihr die heilige Pflicht zu glauben habt. Und nun gebt eure Antwort. Ja oder nein? Wollt ihr widerrufen oder wollt ihr nicht? Da Eure Majestät und Eure Kurfürstlichen Durchlauchten eine einfache Antwort wünschen, so will ich sie geben. Solange ich nicht durch die Heilige Schrift widerlegt werde und mit einleuchtender Vernunft und nicht durch Päpste und Konzile, die sich schon so häufig geirrt und auch widersprochen haben, ist mein Gewissen einzig dem Wort Gottes verpflichtet. Und gegen sein Gewissen zu handeln, ist weder rechtens noch lauter. Ich kann nicht. Und ich werde nicht widerrufen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Ja, ich wusste es! Schütze euch, Martin Luther! Ja, er hat die Wahrheit gesagt! Ruhe! Ruhe! Ich habe euch!
Stamm einer langen Reihe gläubiger christlicher Kaiser, wie ihr wisst. Er wird aus mir keinen Ketzer machen. Er hat sich selbst verurteilt, Majestät. Man muss ihn aufhalten, bevor ganz Deutschland von ihm infiziert wird. Majestät, ihr habt Luther sicheres Geleit zugesagt. Luther ist kein Mensch, sondern ein Dämon. In Ordenstracht gewandelt, um uns besser foppen zu können. Martin Luther ist euer Untertan, Friedrich. Was sagt ihr dazu? Er ist zu kühn für mich, Majestät. Allerdings nicht für das Volk, wie es scheint. Sollte ihm irgendetwas auf dem Heimweg widerfahren, soll es mir recht sein.